Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rising World. Wie immer dabei der Schattenwolf. Hallo. Der Barock. Coco. Und die Nicola. Hallo. Ach, heute wieder Rumguck-Folge. Ich habe mir heute mal ein schönes kleines Anzüglein gebastelt, ne? Na, schön ist im Auge des Betrachters, ne? Der Schattenwolf war Richtung Lava vorgebrochen, also dachte ich mir, ich stelle mich mal eine halbe Stunde ein Spinnrad und tu nichts anderes als spinnen. Also wie immer. Und jetzt haben wir einen Hitzeschutzanzug. Mal gucken. Ne? Jo. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir Kirche an, gehen dann zu deiner Festung und zuletzt nach unten. Mhm. Okay. Weil allein der Weg nach unten dauert schon gefühlt 10 Minuten. Gefühlt, ja. Oh, Nicola hat die Fenster gemacht. Die waren letzten Freitag noch nicht da. Ja, Nicola macht auch bei der Decke jetzt weiter. Aber die Decke, das ist wirklich schwere Arbeit. Das ist schwierig. Wieso? Gibt es denn neue Kreuze? Nee, deswegen nicht. Aber das kommt schlecht ran. Hier sieht man den Baufehler, den ich gemacht habe, den ich gerade korrigieren muss. Ja. Da drüben das Original, wie es vorher war. Und hier das, wie es jetzt korrigiert wird. Hier fehlt jetzt natürlich die zweite Hälfte der Säule. Die kommt jetzt natürlich dann nächste Woche dran. Okay. Weil das Problem war, dass das oben nicht ausgeht mit der obrigen Turmkonstruktion nachher. Das ist versetzt, siehst du? Ich bin blind, ich sehe es nicht. Guck mal, wo die Reihe hier steht. Ich sehe es, du bist zwei Reihen zu weit links. Nee, jetzt ist die richtig. Da steht die richtig. Weil das Problem ist, wir haben das hier ursprünglich hier rüber gesetzt, damit das hier mittig aussieht. Das ist aber Schwachsinn, weil das geht ja immer weiter nach oben und das ist dann nachher im Turm nicht mehr mittig. Das muss ja oben auch mittig laufen im Turm als Stützsäule. Sonst hast du hier eine asynchrone Stützsäule und das sieht richtig scheiße aus. Na ja, gut. Ich musste gerade tatsächlich den Anzug wechseln, ich bin überhitzt. Echt? Ja. Du bist überhitzt? Ja. Ich denke, das ist ein Hitzeschutzanzug. Ja, ich denke mal, überhitzen wird man da drin trotzdem, aber nicht verbrennen. So, also hier ist nicht so viel passiert. Da oben ist nur angefangen worden, für die Kuppel oben die Öffnung vorzumarkern quasi. Der Rand, der hier unten umzugebaut ist, der kommt wieder weg. Das ist nur zum Behelfen, Maßnehmen habe ich das gebaut. Sieht aber gut aus. Und ich kann es tatsächlich sehen. Echt? Das siehst du noch? Ja. Ich bin begeistert. Hier, das haben wir probeweise hier mal ein paar Scheiben rausgeschlagen, um diesen Lichteffekt hier drin zu haben. Sobald die Scheiben drin sind, ist der leider weg. Siehst du, wie das hier reinstrahlt? Mhm. Nein. Oh, hast du die Lichteffekte aus? Ja, natürlich. Aber ich sehe, es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich weiß nicht. Ja, man sieht halt, dass kein Glas drin ist, ne? Kannst du nicht die unteren Scheiben nur draußen lassen, die oberen drin lassen? Oben sind die noch drin. Weil dieser Streifen würde hier unten ja voll und ganz reichen. Ja, das Problem ist natürlich, wenn Regenwetter ist, sieht man das und es regnet tierisch rein, ne? Ja, und wo das meiste halt passiert ist diese Woche? Ja, hier sieht schon cool aus. Was sieht cool aus? Ja, das Licht, ich habe mir eben die Effekte angemacht. Achso, hast du angemacht. Ja? Also Nicola, wie gesagt, hat da drüben die komplette Scheibenfront eingesetzt. Das ist echt Arbeit. Das kann ich mir denken. Ja, den Turm, den kennt man ja. Da renne ich ja jede Woche 10-mal hoch und runter gefühlt. Oh, Vorsicht, hier oben gibt es doch kein Gelände. Und Fusch am Bau. Was, Fusch am Bau? Ja, hier kann man noch rausgucken. Ja, das musste ich ja aufschlagen, um zu gucken wegen der Säule. Das musste ich ja alles nochmal abgleichen mit drüben, weil ich das ja anpassen muss. Ne, das ist das, was ich meinte hier. Die grüne Reihe ist zu hoch. Eine Reihe, aber das wirkt so ganz gut. Sind wir jetzt im Glockenturm? Irgendwann wird der das, ja. Der muss aber noch ein bisschen höher. Und hier oben ist dann oben oder kommt der noch höher? Der kommt noch höher, das ist ja nur. Also ich auf jeden Fall nochmal so hoch, wie das Grüne jetzt ist. Und dann muss oben noch irgendwie klar, irgendwie was muss ich mir noch einfallen lassen, wie der oben zuläuft. Da habe ich schon eine Idee. Das letzte Stück wird dann mit Leiter überbrückt, dass man oben auf so einem Podest steht, dass man alles übergucken kann irgendwie.
Das wird richtig schwierig zu bauen mit einer Holzkonstruktion, aber mal gucken. Also ich sehe es schon mal bei mir. Ich sehe das Haus des Handwerks nicht mehr und ich sehe die Mauer nicht mehr. Die Bäume komischerweise sehe ich. Ja, deswegen sagte ich ja, ich muss da wahrscheinlich Mod installieren noch. Wenn du die Mod hast, sag mal Bescheid. Weil das wird halt echt richtig hoch, ne? Ja, und da seht ihr halt Nikola, wie die da am Dach am Gange ist, ne? Barock, dir fehlt unten im Türmchen noch ein rotes Zielkreuz. Also, zum Runterspringen meinst du? Mhm. Ja. Also kann das sein, dass du die anderen Treppen hier oben steiler gesetzt hast als die? Oder kommt mir das nur so vor, weil kein Gelände dran ist? Die sind vom Winkel her alle identisch. Und alles feinsäuberliche Handarbeit. Keine fertigen Sachen, alles feinsäuberlich manuell gesetzt. Ja, das ist alles von Hand gesetzt, ja. Aber diese Säulenhalle, das ist echt... Da bin ich echt gespannt, wenn die fertig ist. Ja, das ist ein Augenfang, ne? Also ich sag's dir, jede Woche mach davon definitiv eine Blaupause und lad die hoch. Ich glaub, du wirst darauf Abonnenten kriegen. Ja, schon. Und dann musst du aber auch noch angeben, wie viele Steine du verbaut hast, welcher Steintyp, wie viele Steine von welchem Typ hier drin sind. Der Zug ist abgefahren. Ja, das kann man ja noch ausrechnen, ne? Ja. Mann bin nicht ich. Aber ich kann dir sagen, das sind einige Steine, die da schon durch sind. Wem sagst du das? Bei mir im Schacht sind auch inzwischen einige Steine verbaut. Und den muss ich noch weiter auskleiden. Wie gesagt, bis auf die Höhle. Die Höhle lasse ich definitiv frei. Da schwebt nur eine Leiter drin rum. Komisch, an der Stelle hier habe ich immer den Soundbug, dass mein Pferd den Sound verliert. Hm. Kurios. Hallo? Ja, ich habe schon gerade gemerkt. Können wir auch von innen gucken, aber wenn du über mich rüber reiten willst, dann... Ja, da bin ich flexibel, du. Ja, einmal das Stück zum Meer ist fertig. Ja. Also Rohbau. Wo bist du jetzt? Ach, da hinten. Richtung Meer. Rohbau der Mauer ist fertig. Mauer ist zu. Fehlen nur die Zinnen, ne? Ja. Ja, und so ein bisschen Feinarbeit, ne? Und kreativer Holzbalken, der da noch entlang läuft oder so. Ja, und vorne kommen auch noch diese Stützen dran und so. Das ist absoluter Rohbau. Genau dasselbe bei Tors und Türmen. In der Ecke ist so ein kleiner Turm eingebaut, das sieht man dann von außen. Da fehlt aber noch der obere Teil. Und ja. Ansonsten kann man mittlerweile vom linken Turm vom Torhaus mit einem Tunnel in mein Handwerkshaus. Da hast du aber auch fleißig gebuddelt. Was? Von deinem was? Kannst von deinem linken? Von dem linken der beiden Türme hier. Ja. Da geht ein Tunnel runter. Und von dadurch kannst du durch Tunnelsystem ins Handwerkshaus. Das wollen wir uns nochmal angucken. Okay. Ja, wenn schon, denn schon. Wenn du das schon so sagst, dann muss man auch gucken. Au. Echt jetzt? Ich bin auf dir gelandet. Aha, kannst du mal sehen, was für einen harten Schädel ich habe. Ich muss noch nicht mal runterlaufen, ich wandere einfach auf dir runter. Weiter gehe ich nicht. Hier fehlen. Warum nicht? Du kannst runter. Hier fehlen aber Leitern. Ja, du kannst runter. Oh, ich dachte, er ist schon ausgekleidet und alles. Nein, das ist gegraben. Oh, Kupfer. Ja, nimm mit, brauche ich nicht. Okay, ich mach mal meine Kopflampe aus, das überstrahlt sonst mit so viel Kopflampen. Oh, noch mehr Kupfer. Ab dem Punkt, wo es ausgeleuchtet ist hier, werde ich das dann
zu, ja, so eine Art Halle ausbauen, das unterirdisch quasi nochmal eine kleine Stadt ist. Und von hier aus gehen dann Gänge zu allen möglichen Häusern weg. Du hast aber ich glaube, da ist aber Kabis Copyright schon drauf, du. Nee, Kabi ist ja nur unser Zwerg. Bei der unterirdischen Halle. Eine Halle unter dem Berg habe ich ja nicht. Ich habe eine Halle unter meinem Dorf. Ach so. Das wird keine Zwergenhalle, sondern einfach nur ein bisschen grober. Der Gang, der hier noch abgeht, führt schon unter die Bucht. Kommt man da schon hin, ja. Ja, doch, das waren wir schon mal. Muss aber schwimmen, ne? Ja, hattest du ja noch nicht trocken gelegt, ne? Ja. Der Brunnen gefällt mir. Ja, das wäre dann noch das nächste, was ich gebaut habe. Wie hast du dieses Holzrad hingekriegt? Das ist einfach nur ein Stamm in minimal dünn. Also maximal, also kurz. Ja, gute Sache, das den noch ein bisschen ausbuddeln. Dass man da so direkt den Sand sieht, stört mich noch so ein bisschen. Ja, das sieht ein bisschen doof aus, das stimmt. Und ich muss mir noch irgendwie einen Eimer zusammenbasteln, aber das wird noch kurz brech. Wenn du das 10 Felder runtergräbst und das ausmauerst, dann ist das so dunkel da unten, dass du das Ende nicht mehr siehst. Ja, muss ich dann nur mal gucken, ne? Ich habe das jetzt erstmal so provisorisch, damit ich was zum Wasser holen hab. No. Und ja, was zum Wasser holen? Kann man auch trinken? Ja. Ja. Klappt tatsächlich, ja, wenn man sich hinkniet. Ich fülle halt immer nur meine Flasche, ne? Du bist echt so ein Kopflampenläufer, ne? Nee, meine war aus. Nee, dich meinte ich auch nicht. Aber eine Kleinigkeit stört mich leider noch, Salentin. Mhm. Die Mauer muss auf eine Ebene sein. Nein. Nee, warum? Da entscheide ich mich sehr bewusst gegen. Ich werde keinen Terraforming machen. Auch die Türme fangen auf unterschiedlichen Höhen an. Ich will die so gut es geht auf die Höhen anpassen. Ja, mein gewisses Maß Terraforming ist manchmal nötig, aber man kann es ja größtenteils natürlich, finde ich auch immer besser. Ich werde es so gut es geht überall weglassen. Ja. Nee, ihr versteht mich jetzt falsch. Die Mauer, ich dachte da jetzt eigentlich dran, dass die Mauer auf eine Höhe gehalten wird. Mit der. Nee, das ist dann blöd. Okay. Ja, so sieht das natürlich aus, wenn die so dem Gelände entlang läuft, ne? Ja. Ich mag das auch lieber. Das, wenn du die auf eine Höhe so durchhämmerst, das sieht dann immer so künstlich aus, weißt du? Ich gebe euch nochmal einen guten Tipp. Wenn ihr gleich Richtung unten geht, trinkt vorher was und esst vorher nochmal was. Ich hab Tomatoes. Ich frag mich, wo du die her hast. Tatsächlich diesmal nicht von dir. Was? Ich hab's doch nämlich vergessen zu klauen. Wir waren zu weit weg vom Beet. Da sind wir gerade dran vorbei. Direkt daneben. Ja, eben, das war der Witz an der Sache. Aber bei mir im Haus des Handwerks hat sich auch noch ein, zwei Kleinigkeiten getan. Sollen wir da erst reingehen noch? Ja. Es ist nicht viel. Es sind nur noch ein paar Werkstätten dazugekommen. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen, das Ding hat ein Dach. Ja. Das Haus ist auch fertig. Ach, Saltin war ja letzte Woche gar nicht da. Da kann sich ja jetzt ja komplett mal angucken. Bei der Mauer auch noch was passiert? Nee, dafür habe ich letzte Woche hier komplett weitergebaut. Glas ist reingekommen in die Fenster. Ich weiß auch nicht, woran einen der Dachboden erinnert, ne? So sieht deine auch so aus. Warst du noch nie da oben? Also ich habe die Zwischenstufe habe ich nicht drin. Die hat er bei dir geklaut. Nee. Aber sonst das Design ist kopiert. Nein. Das Dach sieht halt aus wie alle anderen im Dorf. Ich habe ja auch hier normale Wände eingezogen. Bei dir liegt das Dach ja mehr oder weniger fast schräg drauf. Also das habe ich nicht von dir geklaut. Das stimmt, ja. Also ich habe hier noch eingebaut, dass du hier noch normal gehen kannst. Und das Podest da oben, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir aus Skyrim abgeguckt. Santi war der Erste, der so ein Zwischenpodest im Haus hatte.
Und ansonsten hier unten noch eine Mühle, eine Papierpresse, Glas in den Fenstern. Weißt du, die schwersten Werkzeuge, die hat er hier oben, ne? Ein Statiker wird fluchen. Hauptsache im Badezimmer. Ja, das der wird nicht fluchen, der wird heulen. Was kommt hier hin? Hier muss noch irgendwas passieren, ja. Da soll der Stall hin. Ich will hier noch einen Stall bauen. Ja, womit wir wieder beim Thema sind, was mit dem Fluss? Hier runter und hier lang. Genug Platz. Und dann hämmern wir den durch deine Plantage durch, oder wie stellst du das vor? Nee, geradeaus durch und dann machen wir hier Gitterstäbe zwischen und dann lassen wir ihn unterirdisch weiterlaufen und auf der anderen Seite raus. Also hämmern wir hier die ganze Straße raus und bauen hier Brücke noch hin, oder was? Kann man zur Not machen. Aber das können wir gerne nächste Woche oder übernächste Woche besprechen. Der Fluss hat keine Priorität. Wer sagt das? Wer entscheidet hier über Prioritäten, ne? Keiner. So, ich mach da mal freiwillig den Anfang nach unten. Der weiße Streifen wirkt besser, als ich dachte, an der Kirche. Ich hätte nicht gedacht, dass man den auf der Entfernung noch sieht. Jetzt muss ich mir was von euren Feldern klauen. Mach das. Was sätte ich denn mal? Wo sind denn... Ihr habt gar keine Tomaten? Klar, doch, erste dahin. Reihe. Ich warte. Wo bleibst du? Ich esse gerade. Wobei hier im Schacht hat sich auch einiges getan. Ich habe jetzt endlich mal die Zwischenböden mit eingezogen. Die neuen. Ja, siehst du. Muss einfach nur geradeaus dagegen laufen. Du bleibst automatisch hängen. Ich bin am Überlegen, ob ich mich wieder auf dich stelle. Aber die Gefahr ist mir zu groß, dass du dir einfach denkst, oh, ich lass mal los. Du kannst leider nicht loslassen. Doch. Echt wie? Du läufst einfach seitlich. Oder nach hinten, also hier nach hinten weg oder so. Nee, nach hinten läufst du die Leiter hoch. Ja, aber wenn ich hier mich seitlich zur Leiter mit der Kamera drehe und dann da hinten laufe, dann falle ich dort daneben. Weitergehen, weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Muss das sein? Ja. Ich werde mich jetzt nächste Woche auch um die Beleuchtung kümmern. Ich habe mir jetzt ein bisschen Wolfram, ein bisschen Eisen rausgeholt. Ich werde mich jetzt ein bisschen mit Lampen rumexperimentieren, damit der Tunnel auch mal eine Beleuchtung kriegt. So, ich stehe jetzt doch auf dir. Hey! Ich sehe schon kommen, dass gleich Salentin an mir vorbeifliegt. Ich war schon überlegen, ob ich jetzt hier auf der Ebene mal aussteige. Nein, bitte nicht. Ist gerade so bequem. Alle 50 Meter hast du die Ebenen gezogen? Ja. Kannst du es ja mit F3 kontrollieren. Ich komme gerade tatsächlich auch nicht mehr an die Leiter ran. Ja, du musst dagegen gucken und springen nach oben. Oh Gott. Das Problem hatte ich auch gerade. Ach, deswegen. Ja. War ich wieder auf dir. Du hast mich einfach Huckepack genommen. Was ist das Grüne? Da ist ein Dungeon. Ich habe den Stein nur ein bisschen umdekoriert. Er hat quasi quer durch den Dungeon gehämmert. Tja, kann passieren. Gut, dass das nicht so tief ist, ne? Runter geht's ja noch. Rauf wird doch interessant. Also die Leiter möchte ich im Real Life nicht gehen, ey. Da fallen dir die Arme ja ab, bis du oben bist. Deswegen sind es ja alle 50 Meter in der Erholungsebene eingebaut. Na, kletter mal 50 Meter mit einer Leiter hoch. Das ist schon nicht ohne, ey. Hier haben wir einen Ausguck in ein normales Höhlensystem. Ah,
Also wenn es hier Mods für gibt, ne? Und so Technik-Mods. Hier kommt definitiv ein Fahrstuhl rein. Nee, für den Fahrstuhl hättest du dann den anderen Schacht. Deswegen wollen wir ja den Freischacht haben, damit dir den Weg nach unten sparst. So, das Wasserbecken unten, das muss wahrscheinlich 100 Felder tief sein oder so. So, jetzt kommen wir in den unausgebauten Bereich des Schachts. Hey, da war Mithril? Oder sah das nur so aus? Kann sein, dass ich hier noch Mithril übersehen habe. So, und jetzt kommen wir zur Höhle. Alter. Was? Wie tief das ist? Ja. Das erklärt den Aufschrei aus der Dienstagsfolge. Wow! Da unten ist beleuchtet? Nein. Ich wollte gerade sagen, ist das unser Weg? Da gehe ich nachher auf dem Rückweg nochmal gucken, ob das nicht zufällig auf den Weg stößt, den wir so nach unten gebaut haben. Stimmt, da sind echt Fackeln, ne? Ja. Nee, das ist Lava. Das ist hier Höllenstein, den ihr da leuchten seht. Ich hab's kontrolliert. Ich würde trotzdem selber mal gucken. Ich denke mal, der Höllenstein ist das Rote. Oh, hier hört's auch auf. Gut, dass die Leiter einfach so aufhört. Wieso hast du nicht die Leiter weiter runtergezogen? Ich hatte keine mehr. Ach so. Das ändert ein wenig abrupt. Pass auf. Nicht schieben. Ich hab doch gesagt, ich hab unten ausgekleidet. Ich mach's mir mal gemütlicher. Ja, und wenn du hier länger... Also ich hab keine Hitzeprobleme bis jetzt. Wenn du hier länger stehst, kriegst du Hitzeprobleme. Die größten Probleme, dass ich sowieso langsam mal Hunger und Durst hab. Welche Leiter-ID hast du benutzt? 10. Oh. Ah, jetzt habe ich Überhitzung angezeigt. Gehst du mal zur Seite? Wer, ich? Ja. Ah. 3 Stück habe ich noch. Wie setze ich die jetzt elegant da an? Du springst an die Leiter und guckst nach unten. Okay, wie ging Handeln nochmal? Super, ich darf's. Du bist der Baumeister. Bitteschön. Ich überhitze. Bitte was? Ja. Ich habe so das Gefühl, der Hitzeschutzanzug ist eher so für Kälteschutz. Reicht nicht bis nach unten, wa? Nein, und weiter werde ich auch nicht gehen. Ich will zumindest mal gucken. Du oder ich zuerst? Okay. Alter. Okay, die Schreie sind cool. Ich will hier unten ein Haus bauen. Ich fühle mich hier wohl. Ich will auch mal gucken. Ja, ich komme wieder hoch. Ich habe einen Drang, ne? War das mit der Physik? Die gibt's glücklicherweise nicht. Das sieht schon cool aus, ne? Das heißt, wenn du die Leiter hier oben entfernst, wird die unten nicht wegbrechen. Warte, bleib. Bei mir ist immer noch eine Leiter da, ich habe aber eine Leiter in der Hand. Okay. Ich weiß nicht, ob die weg ist. Probieren wir es aus. Also ich kann hochgehen, alles gut. Okay, dann habe ich gerade eine Leiter geklont. Ja, hängen sie unten an, kommen wir noch ein Stück tiefer. Schattenwolf? Nein, das darfst du jetzt versuchen. Lauf weiter. Nicht also nach unten. Boah, ist das finster. So, jetzt gehe ich erstmal auf die Zwischenebene da gucken. Ich muss mal eben den Anzug ausziehen. Ach, besser.
Warum bist du so langsam? Das allgemein mein Problem ist. Okay, das ist wirklich Höllenstein. Ja. Ist aber kein direkter Höllenstein, der leuchtet durch. Ich stelle hier mal eine Leiter hin. Die Seite ist richtig, ne? Mhm. Kletter mal ein Stück weiter runter, lass mich mal vor. Oder nicht. Aber wenn du so nach oben guckst, sieht's auch gut aus. Nee, keine Chance. Ich komme irgendwie nicht mit euch mithalten. Nee, ich merk's. Dabei ist es doch String gedrückt halten oder nicht? Oder Umschalt? Ich drück nur ganz normal. Ich kann sagen, ich drück gar nichts. Auf der Leiter kannst du nicht sprinten. Und ist ja nicht so, dass die Leiter hier ein bisschen lang ist. Nein, wie gesagt, das sind knapp 900 Meter. Guckst du nur nach oben und drückst B? Ja. Hm. Weil ich warte zwischendurch halt wirklich ein paar Sekunden, ne, und hab dich dann trotzdem wieder. Ich bin gut doppelt so schnell wie du. Da dürfte er mich ja schon gar nicht mehr sehen. Nein, du bist schon dreimal weg. Also ich bin dafür, dass du noch alle 25 Meter eine Fackel aufhängst. Wie gesagt, ich werde nächste Woche mich mal ein bisschen mit dem Licht beschäftigen. Ob Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren. Und dann werde ich hier mal ein bisschen testen. Ja, machst du hier Disco-Röhren hier. Machst du hier alle 25 Meter eine andere Farbe. Lass mich überlegen. Nein. Hat doch bestimmt einen coolen optischen Effekt. Vielleicht noch eine Überholspur wäre ganz gut. Hast du zwei Steine dabei? Ja. Dann setz mal die Steine jetzt hier vorne, damit ich die Spur wechseln kann. Schön. Nö, keine Chance. Ihr rennt mir beide so da weg. Ich möchte wissen, woran das liegt. Das ist ja nicht nur hier, das ist ja auch beim Reiten. Zu wenig FPS? Ja. Ich wollte die FPS-Anzeige rauf machen, ne? Ich habe aber falsch gedrückt und hab zweimal F2 gedrückt. Ja. Ich stehe wieder oben. Was? Ja, ich stehe oben. Ich stehe oben auf dem Schacht. Auf der Erde. Bist du schon oben? Nee, ne? Ich bin auch oben. Wieso funktioniert der Flugmodus? Ja gut, ich bin Admin, da sollte er funktionieren. Nee, mir hat er erst beim ersten Mal drücken gesagt, Fliegen ist nicht erlaubt. Beim zweiten Drücken stand ich oben. Yep, bei mir das gleiche. Vielleicht ist das was zum Debuggen, wenn man irgendwo in den Boden gefallen ist und auf so einer Zwischenebene steht. Das kann sehr gut sein. Oder wenn man aus der Welt fällt, schnell zweimal hintereinander F2 drücken. Ja, eben. Nichts zu danken für eine schnelle Variante, von unten nach oben zu kommen. Ja, funktioniert bei mir nicht, weil da ich Admin bin, gehe ich in Flugmodus hier, seht ihr? Kannst ja nochmal dann fliegen. Drück doch mal zweimal hintereinander schnell F2. Na, trotzdem nichts. Habe ich ja gerade ausprobiert. Wo kann man das denn mal testen, wo man nicht sofort 2000 Meter fällt, wenn es nicht gerade. Versuch doch mal, ob du dich aufs Hausdach porten kannst, wenn du da drin stehst. Will aber nicht auf dem Hausdach stehen. Wieso? Kannst du runterspringen. Da an der Seite brichst du ja nicht das Bein. Tür ist auch offen. Kannst auch erst auf den Türrahmen. Nö.
Funktioniert vielleicht nur von unter der Erde. Geh einfach nochmal auf eine Ebene tiefer, 50 Meter. Muss er gar nicht. Er muss nur in den Tunnel rein. Das zum Ende. Und jetzt zweimal F2. Jo. Steh oben. Bei dir, Barock? Ändert nichts. Passiert gar nichts. Wie witzig ist das denn, ey? Aber ich kann dafür hier so. Jetzt seht ihr mich nicht mehr. Ja, das ist stand gerade dabei. Drücke zweimal F2, um dich nach oben zu teleportieren, falls du durch den Boden fällst. Aha, siehste. Gut zu wissen. Ich weiß, wer das als seinen Lebensretter ansieht. Ich falle. Hätte Nikola das mal vorher gewusst, ne? Und ich weiß, wer jetzt deutlich einfacher am Schacht arbeiten kann. Du, der Schacht ist so gesehen fertig. Ich muss nur noch Auskleidung machen. Und den Rest aber nach unten ausbreiten. Aber wenn du mal eben nach oben musst, ne? Keine 10 Minuten mehr laufen. Ja, aber... Apropos 10 Minuten, wie lange sind wir schon drüber? Müssen so ziemlich passend sein. Wir sind genau bei 30 Minuten und 31 Sekunden. Alles klar. Dann sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren, gerne abonnieren. Wenn ihr Bock habt, mit zu zocken, jeden Sonntagabend von 17 bis 21 Uhr sind wir online, könnt ihr gerne dazukommen. Die IP und Passwort stehen unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss.